Der Herbst ist ja die ideale Zeit, um einen Berg zu besteigen und in aller Ruhe die Aussicht zu genießen. Wenn Sie zu denen gehören, die so unterwegs sind, kann es heutzutage gut sein, dass Sie überholt werden von anderen, die es nicht ganz so gemütlich nehmen, den Trailrunnern. Sogar Kurse gibt es dafür inzwischen. Tja, und mancher fragt sich, warum tun die sich das an? Miriam Spreiter. Willkommen auf dem Jakobshorn. Wir sind bereit. Wir werden jetzt einen kurzen Kilometer einlaufen, wo wir so ein bisschen uns an den Trail gewöhnen, mal ein bisschen umschauen können. Es geht zuerst ein bisschen steil runter und nachher ist es aber ganz ein angenehmer, flowy Trail, wie wir dem sagen. Also wirklich sehr schönes Weg. Ausdauerathletin Judith Wieder, Weltmeisterin im Orientierungslauf. Mit ihrer Begeisterung will sie nun die knapp 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anstecken. Immer schneller bewegen. Und jetzt wird es langsam auch ein bisschen streng und wir bekommen warm, hoffentlich. Nicht einfach losrennen. Judith Wieder will ihren Läuferinnen und Läufern auch technische Tipps mit auf den Weg geben. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Gabriel. Er läuft schön die Beine und zieht das fast ein bisschen übertrieben vorne rauf. Er ist im Fuß immer schön aktiv, das heisst, er drückt wirklich weg. Das ist nicht nur einfach geringach aus Eckeln, sondern wenn man mit gewissen technischen Aspekten besser rennen kann, ist man auch verletzungsfreier unterwegs und es fängt einfach auch mehr. Rennen in den Bergen. Trailrunning fängt an, wo der Asphalt aufhört. Ich renne schon längere Zeit auf Strassen, durch die Städte. Jetzt habe ich gefunden, dass man den Horizont ein bisschen erweitern und raus in die Berge und die Weite genießen. Und das ist traumhaft. Ich mache Trailrunning, weil es für mich einfach ein befreiendes Gefühl ist, in den Bergen zu sein, mit der Natur zusammen zu springen. Das ist sehr schön, finde ich, für mich. Jetzt gilt es, die technischen Tipps umzusetzen. Ziel: das Jazzhorn auf fast 2700 Metern über Meer. Trailrunning im Gebirge liegt im Trend. Selbst die Marketingleiterin der Bergbahnen ist eine Läuferin. Trailrunning ist sehr wichtig für Davos, nimmt immer eine größere Wichtigkeit an. Wir haben das vor ein paar Jahren schon angefangen zu promoten, aber jetzt merken wir schon, auch, dass wirklich die Nachfrage zunimmt. Auch Schweiz Tourismus rechnet damit, dass die Gruppe der Bergläufer noch wachsen wird. Im Moment sind es noch wenige. 2,8% der Touristen in der Schweiz machen Trailrunning. Um mehr Läuferinnen und Läufer anzulocken, werden immer mehr Wanderwege als Trailrunning-Wege gekennzeichnet. Hey, das ist so cool. So. Also jetzt haben wir den heutigen höchsten Punkt erreicht. Es geht noch mal ein Trail, jetzt wirklich ein schwieriger Trail runter. Also ist eigentlich der schwierigste Teil technisch. Und darum geht es mir wirklich darum, dort noch mal nach konzentrieren. Aller Anstrengung zum Trotz. Die Begeisterung von Judith Wieder ist ansteckend. Die Berge, die schöne Aussicht, das Wetter, das nicht immer so ist, wie man es vielleicht am liebsten hat, aber gleich eine Herausforderung ist, das ist Trailrunning. Und nachher, wenn man noch so coole technische Trails hat, wie das Fact Extrem, das ist spielerisch, das ist, da kann man wieder ein bisschen das Kind sein. Und ich glaube, genau das macht es aus. Um so mit den Wegen zu spielen, wie Judith Wieder das macht, muss man ziemlich fit sein. Ja, allerdings.